Mit vollem Einsatz ist das Feelgood-TV des Autodidakten Frank Bradl unterwegs. Und das noch kostenlos. Ja, grüß dich. Hauptsache, dabei sein bei Ereignissen, über die große Medien kaum berichten. Aber beginnen wir von vorn. Erst vor kurzem ist der 54-jährige Frank in ein mobiles Heim auf dem Campingplatz Immenreuth im Fichtelgebirge gezogen. Auf 40 Quadratmetern muss er alles unterbringen. Es ist Wahnsinn. Es ist ein Traum, den ich schon lange geträumt habe und jetzt lebe ich den Traum. Als Kind habe ich mir gewünscht, so zu leben, ne? So autark in einer kleinen Welt. Und das ist ja nicht eng, es ist ja auch nicht klein, es ist ja eigentlich schon groß, ne? Dass ich alles irgendwie so ganz nah bei mir habe und trotzdem Freiheit spüren kann. Wie dein Herz aufhört zum Schlummern und du auf wie zu die Engel fliegst. Auch ein Ministudio hat Platz im neuen Heim. Von hier sendet er über Internet sein Feelgood-Radio, das er 2005 gegründet hat. 2013 kam noch das TV dazu. Auf dem Campingplatz hatte den Berliner Rapper Sven Rühl entdeckt. Seine Geschichte interessiert ihn. Ah, ja. Unser Rapper ist da. Grüß ja. Dich. Hast du Lust und Zeit? Na klar. Dann komm mal rein. Schau doch mal an. All die anderen sind am Labern, doch bleib innerlich so leer. Ich sag das, was du verkörperst, möchte ich am liebsten meiden. Doch im Gegensatz zu dir kann ich fehlerfrei schreiben. Hol mal Luft bei deinem Gequatsche, geh mir nicht auf den Sack. Merkst du da so einen Unterschied zwischen Berliner und in den Bayern? Ja, ist auf jeden Fall eine andere Welt. Also die Leute sind hier wesentlich herzlicher und freundlicher. Dankeschön, dass du da warst. Gerne, gerne. Und ich freue mich, wenn wir dich dann bei uns im Radio hören. Alles klar, ich wünsche dir was. Ciao. Also bis dann. Ciao. Viel Spaß mit feelgoodradio.net. Und nur wir sind nett. Also beim Feelgood TV sind meine Themen lokale Dinge. Das heißt also, was Menschen so machen, ne? Und Dinge, wo keine andere Kamera drauf geht. Und wo auch die Leute irgendwie so jetzt nettes Gefühl haben, das wäre jetzt interessant. Feuerwehr, Wasserwacht, Landjugend. Wo man ihn ruft, ist Frank dabei. Und wir haben da ein paar interessante Interviews für euch eingefangen. Wir reden eigentlich über was ganz Besonderes und das möchte ich euch mal ganz schnell vorstellen. Ja, die Sicherheitsbehörden sind da. Wir müssen natürlich jetzt gucken, was ist hier passiert. Jürgen Drews zu interviewen, das war für Frank ein unvergessliches Highlight. Aber normal ist der Frührentner mit seinem Sendemobil von Dorf zu Dorf unterwegs. Und das passt ihm auch so. Die Provinz ist bei uns ein bisschen verkannt, weil die Leute das viel mit sich selber ausmachen. Ne? Viele sitzen zu Hause, machen das innerhalb der Familie aus und innerhalb der Freunde. Und wir kriegen das draußen gar nicht so mit. Aber da ist ja das Leben, da passiert was, ne? Da pulsiert das Ganze. Ich bin Frührentner, ich könnte mich eigentlich aufs Sofa setzen, aber das will ich gar nicht. Ich will raus, ich möchte die Leute kennenlernen und möchte was dalassen. Ich möchte einfach, dass später mal Menschen drauf gucken und sagen, wow, guck mal, was der noch gemacht hat, was der noch geleistet hat. In Chemnath besucht Frank die neue Eisdiele. In kleinen Orten immer eine Instanz. Vielleicht beim Gespräch sage ich dann zu dir, rutsch doch ein bisschen mit hier rüber, dann bist du ein bisschen besser im Bild zu sehen. Das sage ich gleich. Bleib also, sitzen. Okay, das sage ich dann, während wir filmen. Dann, ne? Okay, so, dann machen wir da weiter. So, ja, dann würde ich sagen, rutsch doch ein bisschen rüber zu uns, dann bist du noch so ein bisschen im Bild zu sehen. So? Ja, so ist besser. Okay, so können wir das besser sehen, so läuft es gut. Wenn ich das mache und bekomme ein Feedback und habe auch einen Erfolg und die Leute schauen sich das an und das Feedback kommt im Internet, dann denke ich, ist das der große Lohn, ne, dass die Leute das anerkennen. Vielleicht suche ich auch Anerkennung dadurch. Also in meiner Kindheit habe ich ja diese Dankbarkeit und Liebe nicht gehabt. Ne. Der Vater, der war Alkoholiker, da war es ganz heftig. Also da hat die Liebe komplett gefehlt. Da habe ich immer um Anerkennung buhlen müssen und habe dann auch das selten bekommen. Mit 15 flüchtet er aus Frankfurt nach Bayern und versucht als DJ Geld zu verdienen. Den Kontakt zum Vater bricht er ab. Ich bin mit 17 vollweise geworden und man merkt erst hinterher, was dann fehlt. Und auch der Vater, auch wenn er so dominant war und uns geschlagen hat, hätte ich ihm doch gern gegenübergestanden und gesagt, was war da los? Depressionen und Suizidversuche durchziehen Franks Leben.
Stabilität sucht er im Beruf. Als Hausmeister, Rettungssanitäter oder sogar als Partysänger. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. I'm loving angels instead. Die Stimme ist mir sehr wichtig und die ist mir abhanden gekommen durch Krebs. Diese alte Stimme ist weg. 2017 erkrankt er an Zungengrundkrebs. Frank magert von 105 auf 74 Kilo ab. Der Tumor lässt ihn kaum reden oder schlucken. Anfangs lehnt er eine Behandlung ab. Mein Hausarzt hat gesagt, Frank, du musst jetzt was unternehmen. Weil du erstickst qualvoll, das wird immer schlimmer, du kannst auch nicht mehr essen, du wirst dann künstlich ernährt und du wirst auch über kurz oder lang sterben, das dauert also nicht lang, dann bist du tot. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, will ich jetzt echt sterben, ist es jetzt Zeit dafür? Ne? Und dann habe ich angefangen zu kämpfen und habe gesagt, nee, ich will jetzt sterben. Eine OP, Strahlen und Chemotherapie helfen ihm schon bald. Und ich bin schon wieder zurück, ich bin schon wieder aus der Narkose draußen, bin echt topfit und freue mich schon wieder auf die nächsten Geschichten, die wir machen können. Ne? Sein Feel-Good-Projekt und seine Freunde geben ihm Halt. Seine Kamera- und Tonfrau Martina Nickel besucht ihn täglich im Krankenhaus. Wenn er jetzt uns nicht gehabt hätte, er hätte aufgegeben. Und so haben wir immer wieder Druck gemacht, kämpf, kämpf, kämpf. Du wirst hier nur gebraucht, du kommst vorwärts, wir schaffen das, wir bringen das Radio. Wir pushen das Radio. Unterstützung bekommt er auch von der Ärztin Valentina Görzen, die mit ihrem Mann seine Reporterleidenschaft von Anfang an finanziert. Ja. Mir hat es auch Spaß gemacht. Wir sind auch öfter mitgefahren und mitgemacht. Man sieht die Leute, man sieht die Welt. Und da habe ich gedacht, das mache ich ein bisschen mit. Und dann hat eine Kamera nach der anderen gekauft. Und das muss ja alles bezahlt werden. Heute hat die Landjugend Feelgood TV zu ihrem Kellerfest in Boxrück nahe Bayreuth gerufen. Verdienen werden die beiden dabei nichts. Der Lohn, freies Essen und Benzingeld. Das muss auch für Martina reichen, die normal als Bürokauffrau arbeitet. Ja, jetzt muss ich Martina noch fertig verkabeln. Und dann machen wir unser erstes Interview. Da ich das kostenlos mache, diese ganzen Aufzeichnungen, diese Videoarbeit und so, wird man anfangs nicht ernst genommen, weil die Leute natürlich dann denken, das kann ja nichts Besonderes sein, das wird ja Geld kosten. Jetzt habt ihr heute Abend natürlich eine Schaumparty, ist ganz gut, wenn das Wetter ein bisschen regnerisch ist, das macht dem Ganzen gar nichts aus. Habt ihr das Gefühl, dass da noch einer in Badehosen kommt? Ja, die Temperaturen sind zwar jetzt nicht die richtigen dafür, aber gerade bei unserem Publikum, da weiß man nie. Ich selber bezeichne mich jetzt nicht als Journalist. Ich bin eigentlich dein Gegenüber. Ich bin dein Gegenüber, ich habe eine Kamera dabei und ich dokumentiere das, was du gerade machst. Ich habe im Moment viel Power, viel Energie und ich gehe ganz anders auf Menschen zu. Die Krankheit hat es geschafft, dass ich eine komplett andere Einstellung zum Leben habe, dass ich dankbar bin, dass ich leben kann. Das, was man macht, das ist wichtig. Wie man mit Menschen umgeht, das ist wichtig. Aber sonst ist alles nicht wichtig.